Willkommen zurück. Wir müssen ein wenig leiser sein, denn wir müssen Udam töten. Udam töten Wölfe. Wölfe nett. Auf einmal, für uns. Udam töten. Udam nicht nett. Und dann können wir vielleicht dann die Bestie ziehen. Ich bin gespannt, wie das abläuft. Bin sehr, sehr gespannt. Ich wollte mal kurz was gucken. Achso, ich dachte gerade, die hört hier zu. Tut's ja gar nicht. Tut es ja gar nicht. Hallo? Mhm, mhm. So, total gemacht und jetzt? Hallo? Benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Ah, ach, da, die Salatschüssel, ich verstehe. Folge der Blutspur in die Wolfshöhle. Okay, mache ich sofort. Ich müsste nur schnell mal gern hier die Werten Udams durchsuchen. Das sieht ja nicht um. Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt nochmal. Also mal ganz ehrlich, die sehen. Ich meine, ich möchte jetzt ja nicht sagen, dass wir total unneandertalerlich aussehen, aber wir sehen. Ich finde, die sehen. Wer ist er denn? Der sieht aus wie der Ork-Anführer bei Herr der Ringe. Was ist denn da los? Aber ich finde, gerade er, die sehen alle aus wie ein moderner Mensch schon. Und nicht wie noch, dass man den richtig ansieht, dass die von einem Affen abstammen. Obwohl heutzutage kann man wirklich sagen, dass noch viele vom Affen abstammen. Schon allein von ihrem Verhalten. Sehr affenähnlich. Das sind Speere, die wieder kamen. Wie praktisch, dass ihr auch die Spur lang geht. Naja. Okay. Untersuchen. Das sind gar keine blutige Tatzenabdrücke. Okay, sind gar keine Spiere, oder? Okay, na dann gucken wir mal. Mhm, mhm. Das erinnert mich total an Witcher und andere Spiele, die so und so was benutzen. Ja, ziehen. Ganz ruhig. Wie das qualmt. Das sieht total cool aus immer. Wölfe sind nah. Wäre jetzt aber sehr unpraktisch, wenn wir jetzt einen Wolf töten. Wir haben doch gerade das Leute getötet, die Wölfe töten. Bau des Valkva. Ort entdeckt. Was ist. Achso, das ist eine. Soll mir zeigen, dass ich hier runterklettern kann. Ich verstehe. Da unten. Wie locke ich den an? Bestien ködern und zähmen. Oh, wir können Teddy mehr zähmen. Ich bin begeistert. Stelle Köder am Waffenrad her. Halte Q gedrückt und markiere den Köder, um Infos zu erhalten. Wirf Köder mit mittlerer Maustaste aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam. Was heißt denn langsam? Während es frisst und halte E gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke B, um dir deine gezähmte Bestie anzusehen. Wie? B. Schmeißen wir mal dahin. Was heißt denn langsam? Okay. Ich soll die zähmen. Na, so läuft es aber nicht. Hier, guck mal, essen. Hä, das sollte nicht so ablaufen, oder? Ah, warte, 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 warte. Ich verstehe. Wie gut, dass wir das Perk haben, dass wir uns beim Rennen heilen können. Zähme, zähme, zähme. Geht das nicht? Hä? Verstehe das nicht so ganz.
Soll das so sein? Oh Gott, stell mich an. Ja! Hallo! Mit B? Oh Gott, was mit. Ah, wir können dich streicheln. Oh Gott, Entschuldigung. Oh! Oh Mann! Was war das denn? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Du kannst deine Bestie auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen. Wie? Gehen? Können wir auf den Ding reiten? Sind das unsere Autos? Ziele mit und drücke G, um deinen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halt E gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen, okay? Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Okay. Oh. Ehrlich? Oh. Hallo. Na? Du heißt Puffel. Puffel, unser Weißwolf. Oh. Okay. So. Töte die Udam in der Nähe. Halte und geh, um deine Bestie ein neues Tier zu hetzen. Oh, wartet. Na. No. Eieiei. Uiuiui. Das ist süß. Oh Gott, entschuldigt bitte. Das ist ja. Wo müssen wir hin? Wie ist die Aufgabe? Streichen ist die Aufgabe. Ja, genau. Das mag der weiße Wolf. Der Puffel mag das, genau. Ja. Sehr gut. So, Puffel, wir müssen mal ein bisschen. Da müssen wir hin, Puffel. Ich glaube, bis dahin können wir noch ein bisschen. Da sind böse Menschen. Und die wollen getötet werden von uns beiden. Da hinten. Da hinten sind sie. Ich finde, der Sonnenaufgang ist irgendwie immer sehr kurios. Alter, Puffel! Jut, alt Jut bei dir? Befiehl dem Weißwolf, die Udams zu töten. Rechte Maustaste und geh, um deine Bestie auf ein Ziel zu hetzen. Alt gedrückt, um deine Bestie zurückzurufen. Okay? Puffel, schäm dich! Na, doch nicht hier mitten auf der Straße! Geh doch dahin! Da! Da ist eine Wand! Pinkel doch bitte dahin, nicht auf dem Weg! Hier sind Leute, die gucken zu! Ja, Mensch, Puffel! Okay, nehmen wir den da unten. Puffel, Action. Ah, nett. Bestienkill. Okay. Bestienmenü. Drücke B, um das Bestienmenü zu öffnen. Oh, ich vergesse doch alles. Öffnen und alle zähmbaren Tiere einzusehen. Können wir Honigdachse zähmen? Ja, guckt mal, das ist ein Honigdachs. Oh mein Gott. Ja, yeah, ich wollte schon immer ein Honigdachs meins nennen. Oh mein Gott, wie geil. Oh jemine. Ich muss mich beruhigen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einigen Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. Mhm. Mhm. Ja, Puffel. Wir können. Was? Der spirituelle Ratgeber. Bestienmeister abgeschlossen. Oh, die. Uiuiui. Ja, Duschi. Duschi, Duschi, Puffel. Da. Ja. Hami, ham, ham. Tensei, sich in deinem Dorf. Was? Ich komm's nur schon wieder nicht. Wenn du ein Leuchtfeuer feindlichen Außenposten. Das hatten wir doch schon. Oh, wir haben Fähigkeiten zu vergeben. Natürlich. Was ist denn das da? Jetzt zählen wir Rothunde, seltene Rothunde, Wölfe, Weißwölfe, seltene Streifenwölfe. Setze Köder ein, um sie zu zählen. Mhm. Das haben wir schon gelernt. Achso. Nee, das haben wir ja gelernt. Achso. Na dann. Dann. Wir haben nicht mehr zum Lernen. Das ist auch gut. Das ist natürlich ein Traum. Wir müssen unbedingt irgendwie was bauen. Wie kommen wir denn zurück? Indem wir hier hingehen. Tun wir das. Wenn wir da. Mach ich einfach mal so. Komm, Puffel. Wir haben was zu tun.
nämlich Leute looten. Dazu müssen wir aber wieder in die andere Richtung. Na komm. Meine Herren. Liegt dir das Fleisch schlecht im Magen? Oder? Nicht? Na dann. Schießen die Leute eigentlich auf mich, wenn ich mit Puffel da ankomme? Hm. Ja, wundert mich nicht. Was ist denn hier los? Das siehst du nicht. Puffel, guck nicht hin, guck nicht hin. Das mache ich gar nicht. Ist hier irgendwas? Außer eine Höhle? Wo denn? Wie er schnuppert. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich das hier finden soll. Was denn da? Ist da was? Ja. Wie sieht denn bitte aus, wenn man einen Honigdachs beschnuffelt, wollte ich schon sagen. Wenn man einen Honigdachs streichelt. Was ist denn hier? Kommt man da rein? Hallo? Oh. Na nü. Cool. Tapirhaut. Na super. So. Oh Gott. Was ist denn draußen los? Beißfischhaut? Achso. Na ja. So, wir müssen da oben irgendwie hin. Komm. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo hier das Lager ist. Achso, ich wollte nochmal... Weißwolf. Jetzt zähmbar. Stärke knurrt, um vor Gegnern und Raubtieren in der Nähe zu warnen. Deckt... enthüllt neue Gebiete auf der Minikarte. Aha. Aha. Ja, ich hab's gehört, Puffel. Ich hab es gehört. Kannst du nicht verbergen vor mir? Wäre lustig, wenn Puffel die ganze Zeit um mich herum die ganzen Ziegen tötet. So, ich hoffe mal, der Wolf macht da unten nichts. Kannst du mitkommen mit mir? Töten die dich jetzt hier alle? Ich hoffe nicht. Hier ist auch gar keiner. Na dann. Super. Kann ich mir was rausklauen? Das ist voll. Das ist auch voll. Also nichts mit klauen. Ich würde gern schnell reisen, nämlich hierhin. Ja, wir müssen ins Dorf. Wir müssen uns ein wenig um unser Dorf kümmern. Hast du schon Handabdrücke bemerkt? Die in der Dunkelheit leuchten. Reisende Venja. Und da lassen sie für ihre Stammesangehörigen. Alles klar, cool. Puffel ist weg, ne? Müssen wir... Okay, hält nicht an sozusagen. So, was machen wir jetzt hier? Wie können wir denn das Hort bauen? Hier sind neue Leute. Das ist schön. Mich würde aber mal interessieren, wie ich jetzt hier Sachen bauen kann. Der macht Musik. Machst du wirklich schön. Sehr, sehr schön. Gut. Wo sind denn die Bienen? Hier. Hallo. Hallo. Guar ti chaskaman chlausarsch. Machi winja guamarsch. Aguapa ti pacharsch. Aish kauha damshamas. Ulashwa schwaida. Winja cha ti chaya. Ja. Erbaue dein Dorf. Ja. Dein Dorf ist ein Zuflussort für Venja. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Such Hütten, Rohstoffe überall in Oros. Drücke H und durchstöbere das... Nee, was? Und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Okay, H. Aha! Takas Höhle. Das ist gut. Takas Höhle, Belohnung für Upgrade 1. Überleben. Komm in der Mission voran, um... Okay, können wir ihre? Das haben wir alles. Geil. Können wir das bauen? Wenn ja, wie? Ach, da müssen wir hingehen, oder wie? Wo ist denn ihre... Das...
Ach, das ist das hier. Ja, verbessern. Cool. Zeila, ihre neue Hütte. Hey, alles okay? Takar. Akzeptieren, wir haben Belohnung. Mission für Zeila, die Sammlerin, Fähigkeiten. Fährtentarnung, Feuerfest, Nahrungsrezept für Geschwindigkeitsbooster. Und du kannst jeden Tag kostenlos Gegenstände in der Belohnungslager ab... Was? Abholen? Ja, cool. Na? Ja, sie sammelt, glaube ich, die Ohren, um die Schreie loszuwerden. In ihrem Kopf. Hm, ja. So, wir hätten einmal... Ha! Kenge! Nein! Jetzt hänge ich hier noch... Also... Aha. Hilfe! Also... Hallo! Ja, das ist natürlich... Zeila? Zeila? Sag mal... Könntest du vielleicht... Also... Zeila? Hilfe? Zeila? Zeila? Scheiße, kann gerade gar nichts mehr machen, gar nichts. Ich steck hier fest. Was ist denn hier los? Ein Spielstand laden? Nee. Habe ich ja nicht mal. Wisst ihr, also ich habe auf jeden Fall einen Spielstand, aber... Hä? Hä? Ist denn ihr Ernst hier? Wie ich nichts machen kann. Ich kann hier auf den Arsch gucken. Aber ich glaube, davon wird es nie besser. Scheiße. Was ist denn das? Sag mal, was ist das hier? Magischer Teppich, oder wie? Es ist... Hallo? Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt, was passiert denn, wenn ich Spielstand Laden mache? Mission Bestienmeister. Wie war das? 21:52. Ist vor ein paar Minuten gewesen. Mach ich einfach mal. Spiel Laden. Ja, komm. Ich komme hier nicht mehr raus. Was soll ich machen? So ein Quatsch. Okay, wir haben nicht so... Okay, all klar. Das ist ja noch, im Rahmen des Erträglichen. Ach nee, guck mal an. Na, seh mal. Ah, da ist er. So, jetzt gucke ich hier mal weiter. Was ist denn das denn? Was ist denn das? Takas Höhle. Okay, ich verbessere mal. Oh, Heimwerker. Wir sind ein Heimwerker. Ah, oh, das ist ein kleines Kind. Cool. Na, das freut mich ja. Akzeptieren. Sehr schön. Du kannst deinen Spielfortschritt in deiner persönlichen Höhle ansehen. Das ist schön. Hier schlafen wir. Sehr, sehr gut. Würde gerne mal wissen, wo das ist, was ich da... Eins von zwei. Hier brauche ich denn mal mehr Holz. Schiefer, Schilf, Dachs... Oh Gott, ein Dachsfell. Honigdachs natürlich, nicht nur Dachs. Bevölkerung 16 von 40. Okay. Ja, cool. Hier ist Belohnungslager. Wo gerade noch nicht mehr drin ist. Achso, die Tasche ist voll. Guck mal. Nee, aber sonst ist hier gerade nichts. Wird mir, glaube ich, angezeigt, ne? Mit diesem Hammer. Genau, jetzt fehlt mir noch Holz, Schiefer, Schilf, Fell von Dachsen. Und Bevölkerung fehlt mir. Mir fehlt Bevölkerung. Und bei Zeila fehlt mir, glaube ich, ein Mammutfell, wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist denn das? Ich muss mal gleich in diese Höhle da. Da fehlt mir ganz schön viel, nämlich eine Mammuthaut. 4 Stück sogar. Und Bevölkerung, natürlich. Aber an sich haben wir erstmal was freischalten. Und wir haben 3 Punkte. Eieieiei. Wir machen auf jeden Fall das hier. Die Gesundheit verbessern. Hocksprinter. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch nicht so. Teilweise geleerte Gesundheitsbecken generieren sich automatisch viel schneller. Puh, dadurch könnte man was sparen zwischendurch. Ich mache erstmal das hier.
Dann hätten wir Holzstücke, Steine und andere Dorfrohstoffe wären auf deiner Minikarte. Ja, auf jeden Fall. Was finde beim Sammeln mehr Holzstücke, Steine, Schilf, Ton und Steinstaub? Oh. Nee, ich mache erstmal das. Und ach so, das hat mehr gekostet, ne, glaube ich. Scheiße, egal. Na, dann haben wir erstmal. Cool. Das ist sehr, sehr schön. Was macht denn der Schamane da? Warte mal, erstmal gucke ich mal kurz in diese Höhle hier rein. Was hängt denn hier? Nehme ich. Fleisch hängt hier. Okay. Nehme ich doch gerne mit. Was ist hier drinne? Was ist denn das hier? Einfach eine Höhle, die nebenan ist, oder wie? Mhm. Guck mal kurz auf der Karte hier, aber anscheinend... Nö. Oder kommen wir hier irgendwo raus? So, wir kommen ja auch irgendwo raus. Achso, also. Wäre ein bisschen krass, wenn wir das hier alt noch für uns irgendwie einnehmen könnten. Aber anscheinend schon. Na okay, die Leute müssen ja auch irgendwo hin. Natürlich. Und wann ist bitte die Zeit vergangen? Also... Hä? Oh Mann, das vergeht halt viel zu schnell. Wir hatten viel zu viel Spaß mit Puffel. Natürlich. Puffel ist dran schuld. Dann würde ich sagen... Genau. Im nächsten Part gucke ich mal kurz da, was unser Quest-Marker macht. Und gehe dann auch noch ein bisschen halt auf Suche hier. Nach den ganzen Sachen. Hoch, hier geht, kommt Leben in eine Bude. Wie schön. Coole Sache. Freut mich sehr. Na dann, ab im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.